Eine Höhle. Gleich hier oben. Cool. Fledermäuse, Fledermäuse. Also Rage ist gar nicht mehr so schlecht. Er scheint wieder Mage nicht viel auszuhalten. Oder vielleicht sogar ein bisschen mehr auszuhalten als der Mage. Trotzdem dick Schaden zu machen. Jetzt habe ich das Blatt doch glatt mit einer Blume verwechselt. Das Cat lassen wir mal in Ruhe. Versuchen mal. Ein bisschen Eisen haben wir jetzt schon wieder gesät. Also starten wir durch und killen, was das Zeug hält, um eine Stufe zu steigen. Und dabei versuchen wir unterwegs viel Eisen und Holz zu sammeln, um uns dann unsere erste Ausrüstung zu craften. Was natürlich... Oder haben wir gleich... Ach, wir haben gleich hier Dungeons zur Verfügung. Ich hätte mir aber merken sollen, wo das Huhn ist. Ach, da hinten. Ich glaube, ich weiß noch, wo das Huhn ist. Wo die Schwerter sind, wie gesagt, das sind immer Dungeons. Und die, über denen die Schwerter ist, sind meistens die, die so in dem Levelbereich liegen von einem selbst. Also, die kann man machen, sollte man auch machen. Dann gibt es auch einen kleinen Bonus. Und Schildkröte wäre cool. Die zieht nämlich mehr Akro als Pet. Selber hat noch keine. Aber so stand es irgendwo im Internet mal. Packen wir mal, die Lampe ist wieder weg. Komm. Er reagiert ein bisschen verzögert, aber das, ich denke mal, das ist kein Problem fürs Let's Play. Das liegt halt daran, dass ich wieder das, jetzt, genau. Also immer wenn ich jetzt Error sage, möchte ich, dass hier einer von euch, den Zuschauern, vorbeikommt und mir auf den Fuß tritt, damit ich merke, dass ich nicht mehr Error sage. Nein, nur so ein Spaß. Gut, also ich habe gerade beschlossen, ich gehe nämlich ziemlich planlos an diese Let's Play hier gerade ran, weil es soll ja was immer so pausenhaft übergangsweise, ihr wisst schon, was sein. Kommt noch an, wie lang die Aufnahme wird und wann Minecraft wieder läuft, aber die Folgen vielleicht dann ein bisschen länger sogar schneiden. Da hinten ist mir ein dicker Ober. Skalpul. Rot heißt immer nicht hauen. Ist der Name Rot? Lass es sein. Ist der Blau? Hau voll rein. Das ist doch ein gescheiter alter Reim, um sich zu merken, wie man dazu verhandeln hat. Ist der orange? Ach, keine Ahnung, da fällt mir nichts ein. Blöde Krähe hier, ich treff dich. Zack, zack, zack. Boom, tot. Cool ist auch, dass man keine Pfeile kaufen muss, die dann irgendwann leer werden. Ich werde jetzt auch nicht wahllos alles hier umhauen, das wäre ja auch ein bisschen langweilig. Wir hauen nur so ein paar Sachen immer um. Sind so begegnet und versuchen immer möglichst viele Dungeons zu machen und zwischendrin immer ein bisschen Crafting-Zeug einzusammeln. Dungeon kriegt mir auch immer nette Sachen, aber ich habe festgestellt, ich weiß nicht, ob ihr auch Cube World spielt. Oh, 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 den da dicken da hinten, den lassen wir lieber mal in Ruhe, den Robbing. Das ist Felsvieh, was ihr da gesehen habt hier. Der ist nämlich heftig, selbst auf höheren Stufen. Noch eine richtige Herausforderung. Oh, da haben wir einen Froschkollegen. Hi, auch Frosch. Mokowank. Ach, nee, ah ja, ohne N. Mokowak. Na, geht's. I didn't know you. Du kennst mich. Ich dich nicht. Tja, bist scheinbar unbekannt. Schurkischer Frosch. Ach nee, es ist ja Rook und. Naja, Rook ist ja Schurke. Gut. Ja, bietet sich hier auch wie in jedem anderen Rollenspiel an, wirklich alles, was man findet, mitzunehmen, weil entweder kann man es gebrauchen oder verkaufen. Da haben wir zum Beispiel noch ein Herzblümchen. Das werden wir da auch gleich brauchen. Und wichtig ist auch immer, wenn ihr Flaschen gekauft habt, haltet eure Wasserflaschen auf Vorrat. Also voll, weil wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr euch mal fix ein paar Tschack, Bäumchen zerschießen. Und ein paar Sachen craften, halt dein Gehalt, gell. Am Anfang sollte man vielleicht noch craften, weil ich nur so nach Bedarf craften wollte. Später kann man, wie gesagt, bessere dann machen. Oh. Alter. Mage. Hier, von wegen. Mich hier anmagen. Eine Fledermaus. Fledermäuse deuten immer auf Höhlen hin, also die kommen nur in Höhlen vor. Steht uns gelegentlich im
Bild. Ist auch nett, dass er immer schneller schießt. Wir heilen uns jetzt doch immer. Der kann seine Arme bei Trinkchen zaubern. So, wenn wir unterwegs eine Höhle finden, da wir ja auch Eisen brauchen, werden wir diese Höhle auch immer erkunden. Manche sind einfach nur so kleine Durchgänge. Gut, kleiner Maus. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel in den Höhlen. Aber ich denke mal nicht. Da, Tier. Iron. Nett. Was bist du für ein? Käfer, Käfer, Käfer. Die sind rot. Sind sie rot, bringen sie dir den Tod. Also, neuer kleiner Merksatz. Für die, die sich nicht unterscheiden können, besser. Was ist das für ein Dungeon, Alter. So großen habe ich noch nicht getroffen. Heftig, sind das zwei nebeneinander? Alter. Das ist nur einer. Das ist größer als sonst. Meins ehrlich. Sonst sind die nie so groß. Oder, nee. Der ist wirklich gigantisch. Oh, guck mal hier, direkt ein Respawn-Point vor der Tür ist natürlich ganz nett für ein Dungeon. Genau. Human und ein paar Kullis. Und das ist ein Wassermage, der Human. Also beim Kämpfen werde ich wahrscheinlich etwas nicht so viel reden. Empfiehlt sich auch immer um Ecken zu rennen, wenn man hier attackiert wird. Alter, nervst du. Ganz schön rein mit seinem blöden Ring. Boah. Ja, immerhin haben wir schon 23 Erfahrungen. Und da sind wir auch schon out of Heal-Tranks. Und craften uns gleich mal die ersten Heiltränke. Wie viel machen wir? Ach ja, genau. Das war halt mal auf eine Taste gekommen, auf die man nicht kommen wollte. Aber das ist bei mir normal dran. Haben sich einige schon gewöhnt, die meine anderen Let's Plays verfolgen. Also ich gelegentlich einfach mal wahllos irgendwas aus Versehen klickere. Was in Adventures manchmal doof ist, wenn ich Dialoge dann aus Versehen abbreche und man diese Dialoge nicht wieder abrufen kann. Trank schlucken geklickt. Ja. Ich nehme noch mit. Ist mal kaputt, Katze. Also, Alter ist auch einer meiner Lieblingsausdrücke, wie ja manche schon gemerkt haben, wenn da irgendwas passiert, ist das meistens Alter. Nicht jünger, nicht später, nicht früher, Alter. Vielleicht. Ach, da ist noch ein Blümchen. Bäumchen! Solltest du das Blümchen mitnehmen? Ich finde auch immer schön, diese Kugelblätter, die runterfallen. Nett gemacht. Der Ginseng, den wir die ganze Zeit sammeln, da können wir später Tränke draus machen. Ach, hier kann man einen schönen Blick auf die Burg erhaschen. Also ich finde wirklich schon, dass die für eine Cube World Festung groß ist. Castle? Oder was? Wir werden mal gleich sehen. Gleich steht's da, wo wir uns befinden. Und es steht nicht da. Palace, nicht Castle Palace.
Wow. Katze hängt im Fenster. Da müssen wir mal schauen. Zwei Rages. Oh, oh, oh. Feuermaß auf dem Rage. Ja, was hast du davon? Können wir eigentlich Friendly Fire auf unsere Katze machen? Yeah. Und ein Bogen. Ja. Gefunden. Der ist ungefähr schlechter als das, was wir haben. Naja, nicht ganz, hat weniger HP halt. Ach, wir hätten uns mal... Komm, wir hauen jetzt hier die Heiltränke raus. Die sind dann eh ein paar Leveln hinfällig. Sowas mitzunehmen, so Kerzen, bietet sich auch mal an. Die kann man nämlich dann irgendwo absetzen in Dungeons und sich da mit Licht ein paar Punkte markieren. Was haben wir denn hier Feines? Line und Cotton. Cotton braucht er jetzt nicht wirklich. Oh, das ist voll fett. Welt gefällt mir richtig. Okay, da rennt einer rum. Mit Collies. Wir sollten ein bisschen auf die Vasen schießen. Tja, am Anfang stirbt man halt bei Cube World auch recht oft. Okay, besser, dass wir jetzt nicht gezogen haben, wo in die Ecke war, sonst wäre gleich alles um die Ecke noch mitgekommen. Rook. Rooks sind auch immer so eine Sache. Also, Rook habe ich auch zu spielen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so... Inch müsste ich nochmal ein bisschen intensiver spielen, aber wenn man das jetzt so spielt, hat eigentlich jede Klasse so ihre Feinheiten. Wir sind jetzt langsam ein bisschen drin. Und killen hier schon fleißig, was das Zeug hält. Ach, da hinten ist auch eine Sackgasse, aber die holen wir uns noch wegen den XP und so. Zwei Rages. Die auch. Schnellfeuer gefällt mir immer. Was haben wir mitgenommen? Nein, Boots. Oh, cool. Ein Boots. Jetzt haben wir auch Schuhe. Eine Truhe. Wir machen Licht an. Nein, Gloves, bessere und naja, Silksachen und Cotton Chest. Naja, ist nicht so die Wucht. Aber wir haben hier bessere Handschuhe, oder? Genau, die starten wir gleich mal aus und schreckt mich nicht so. Also die Fallen hier sind auch wirklich gefährlich. Sollte immer darauf achten, dass man da nicht unbedingt reinrennt. Feuermage. Es wird betäubt, Alter. So, hier von wegen. Tja. Kämpfen sind immer so schweigsame Sachen. Und das ganze Spiel ist noch ein bisschen, naja, dadurch, dass es in der Alpha so ein bisschen in Entwicklung und boom, boom, Phase kaputt. So, hauptsächlich geht es im ersten Abschnitt. Eigentlich geht es im ganzen Spiel hauptsächlich darum. Muss ich Wände schauen. Dungeons zu bestreiten. Hier. Au, au. Tja, du wirst sich Wassermages, wenn sie in der eigenen Wasserlage stehen. Immer selbst. Alter. Das war nicht geplant. Ich brauche jetzt wirklich dieses Rückspringen. Woo, 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 woo.
ist wirklich eine gute Fähigkeit, stelle ich gerade so fest. Effektiver als anderen Spielen, muss dieses Zurückspringen gibt. Also das ist wie öffentlich Theorie. Und einige. Das Rückzug vom Hunter ist so wie dieses Rückspringen, dass er dann hier lernen kann. In Stufe 6 haben wir das dann aber erst bei unserer Verteilung, die wir uns vorgenommen haben. Denn das ist dann erst hier. Retreat. Jump back. Was haben wir denn hier überhaupt? Your reports all enemies in mini rage with a kick. This can be stunned every... Ach ja.